Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Legacy of the Beast Box von Iron Maiden. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Legacy of the Beast von Iron Maiden. Das Ganze im November 2020 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, das ist es, ein Live-Album von Iron Maiden. Wir haben hier eine recht flache Box im Hochformat. Bevor die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, was uns erwartet. 17 Tracks live aufgenommen in dem Palacio de los Deportes in Mexico City am 27., 29. und 30. September 2019. Ja, darum geht es hier. Man hat 3 Tage gespielt. Konzert eben in Mexico City, in Mexiko Stadt. Und das Ganze ist dann hier live entsprechend aufgenommen worden. Boah, die Folie ist ganz schön widerstandsfähig. Und daraus ist dann eben diese Box hier entstanden. Es ist ein Live-Album der Band. So, also hier oben lesen wir einmal den Namen der Band Iron Maiden. Dann haben wir hier ihr Maskottchen, den guten Eddie, abgebildet. Dann diverse Totenköpfe, die uns hier entgegenfliegen. Und Knights of the Dead, Legacy of the Beast, live in Mexico City. Ja, rundum natürlich auch noch beschriftet, sowohl hier, so rum, als auch dann auf der anderen Seite. Oh, und da kommt auch schon der Inhalt raus. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir hier auf CD1 9 Stück und auf CD2 nochmal 8 Stück, also 17 Tracks hier live. Dann die Credits so etwas angerissen, also Produzent, Co-Produzent, Mix und Engineering. Okay, Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier dann so rausziehen, so ein Hardcover-Buch. Das ist dann im Endeffekt so ein, ja, so ein Kartonschuber, der das Ganze hier etwas stabil hält und darin aufbewahren lässt. Und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Das ist dann hier dieses Hardcover-Buch. Auch hier wieder Eddie abgebildet. Und hier geht es ziemlich zur Sache. Also hier haben wir eine Horde Skelette und ein paar Reiter und alles steht in Flammen. Und auf der Rückseite haben wir hier wohl das Poster dieser Konzerte. Also wie gesagt, 27., 29. und 30. September 2019 allerdings. Also das ist schon einige Zeit lang her. Wir schauen mal rein. So, also so sieht das aus, wenn Eddie in Mexiko sein Unwesen treibt. Die ganzen Köpfe hier. Man kennt das. So, und hier haben wir dann die Fans, die hier zum Konzert gepilgert sind. Genau, das war eben die Tour hier, in der das Ganze stattgefunden hat, die Legacy of the Beast Tour. Da sieht man, da ist echt einiges los und ich glaube, es waren tatsächlich auch alle 3 Tage restlos ausverkauft. Also es ist unfassbar, was für eine Kapazität hier in diesem Stadion ist. Und dann auch noch 3 Tage in Folge. Die Seiten sind sehr dick, also das Buch an sich hat gar nicht viele Seiten, weil eine einzelne Seite hier wirklich sehr dick gehalten ist, wie so Karton, so gestärktes Papier. So, dann haben wir das Intro mit jeder Menge Text. Ich hoffe, man kann es halbwegs entziffern. Wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr euch natürlich das Video an dieser Stelle kurz anhalten und den Text dann wirklich durchlesen. Ich versuche euch das hier möglichst gut abzufilmen. Dann haben wir natürlich Live-Eindrücke, also Fotos der einzelnen Herrschaften hier auf der Bühne. So sieht das aus. Auch natürlich hier am Bühnenbanner darf Eddie nicht fehlen. So, dann haben wir hier noch so eine Collage aus diversen Zeitungsausschnitten, Zeitungsberichten, die man hier so übereinander gelegt hat.
Dann hier noch Eddie in Lebensgröße oder Übergröße. The Trooper. So, weiter geht's. Okay, hier haben wir dann so Artwork. Das ist leider echt schwierig mit dem Licht. So, aber jetzt denke ich, kann man es lesen. Was haben wir hier? Auch weiteres Artwork. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. So, weitere Fotos. Also hier sieht man schon, die Bühne wurde auf jeden Fall ziemlich heftig gestaltet. Also von Riesen-Eddies bis hin zu Bombern und irgendwelchen Kampfflugzeugen, die hier aufgebaut wurden. Da wurde den Leuten auf jeden Fall was geboten. So, weitere Artworks und Bilder. Junge, Junge. Also das nenne ich mal eine Kulisse und eine Show. So. Weitere Infos. Eventuell ist das einfach hier immer, das hier ist, glaube ich, dann wirklich so der Blueprint oder die Skizzen, der Aufbauplan für die Bühne. Also hier sieht man so skizziert, was auf der Bühne sich abspielt und hier oben diese ganzen Beleuchtungs- und sonstigen Einheiten. Genau, und dann kommt das hier dabei raus. Also hier dieser Riesenkopf, dieser Schädel. So, dann Credits, die hier unfassbar ausführlich sind, weil hier einfach so, so viele Menschen beteiligt sind an so einem gigantischen Live-Programm. Dann nochmal die Tracklist mit der Info, wer das geschrieben hat. Genau, und dann ist hier dann der Abschluss. Also, es geht hier höllisch weiter. Heftiges Bild hier, diese Höllenkreatur, die hier die Fenster der Kirche oder die Kirche generell zerstört hat. Hier einfach diesen Kampfjet. So, dann die CDs. CD Nummer 1 kommt hier in so einer Kirchenfensteroptik. Das ist die hier. Und CD Nummer 2 dann ebenfalls in dieser Kirchenoptik, Kirchenfensteroptik. So sieht die CD 2 aus. Ja, also das ist dann das Gesamtkunstwerk, das dann hier hinter den CDs zum Vorschein kommt. Dann packen wir die zwei CDs wieder rein. Einmal und zweimal. Und das war's soweit. Jawohl. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in dieser Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Hardcover-Buch mit jede Menge Infos, Artworks, Credits und so weiter, Live-Bildern. Und dann haben wir natürlich die beiden CDs mit jeweils 9 bzw. 8 Tracks, also insgesamt 17 Tracks dieses Live-Konzerts. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Edition. Legacy of the Beast, Knights of the Dead, live in Mexico City von Iron Maiden. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Iron Maiden unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.